Hallihallo, lieben, herzlich willkommen bei Jimmy Floyd. Ganz ungewohnt, wir spielen heute eine Runde Darkness Rises. Ich dachte ja gerade, ungewohnt. Ist, denke ich, auch relativ unbekannt. Auch ich kenne es überhaupt nicht. Aber wir hatten ja letztens die Idee, da wir ja auch Last Day on Earth via Bluestacks spielen, dass wir uns mal ein bisschen im App Store umschauen und mal gucken, was es da so für Spiele gibt. Ob es da nicht noch ein bisschen was anderes Interessantes gibt, was man mit dem Emulator, hier in dem Fall BlueStacks, mal ausprobieren kann. Und deswegen hatte ich mir mal ein bisschen was angeschaut und hatte Darkness Rises gesehen. Und das wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen. Und mal gucken, ob das funktioniert, wie das funktioniert. Angriff. Okay, also hoch, runter, WASD, prima. Angriff 1 ist. Jetzt geht das hier schon los. Oh, das dauert bestimmt noch einen Moment. Angriff 4 ist H, J, K, L, O, Space, U. Was ist da für Mist? Okay, ich habe erstmal 500 verschiedene Angriffe. Okay, die Musik ist, glaube ich, laut, sehr laut. Ich werde das mal fix bearbeiten. Also Angriff 1 ist Space, dann machen wir Angriff 2M, Angriff 3N, Angriff 4 B, Angriff 5 V. Angriff 6, C, Angriff 7, X, jetzt einfach mal, ist die komplette Spacebar. speichern. Okay. Hier muss noch was runtergeladen werden. Ja, das kannst du machen. Ihr seht, er hat sich. Oh. Er hat sich gerade schon angemeldet. Mit unserem Konto. Prima. Schauen wir doch mal. Oh, der sieht gut aus, der Ork. Der sah gut aus. Ja, ging relativ schnell. Also wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe es nur mal gesehen, dass man sich einen Charakter erstellen kann, den hochleveln kann. Inwieweit und welcher Form. Ich dachte, er hätte uns gerade schon angemeldet. Dann machen wir das Ganze mal mit Google. Jimmy Floyd. Genauso sieht das nämlich aus. Also extrem viele Angriffe, muss ich sagen. Ich glaube, Maus brauchen wir nicht. Europa zum Starten tippen. WASD war bewegen und dann die ganzen Angriffe. Mal gucken, ob wir damit klarkommen. Naja. Ah, okay. Die Schützen. Wir haben hier die verschiedenen Charakterklassen. Der Krieger. Schwierigkeit, Angriff, Abwehr, Lebenspunkte, Angriffsgeschwindigkeit. Und der ist schon mal relativ gut. Schwierigkeit relativ gering. Zauberin. Sieht gut aus. Schwierigkeit schon ein bisschen höher. Hohes Angriffsverhalten. Berserker? Na, hi. Okay. Ist schon ein bisschen schwieriger, obwohl der ein extremes Angriffsverhalten hat, aber seine Geschwindigkeit ist relativ langsam. Assassinen? Na, hallo? Oh, hohe Schwierigkeit. Und Schützen? Die sieht ja unspektakulär aus. Weibliche Form von Peter Pan oder was her. Die ist neu. Ja, ich mag Fernkampf. Also, und ich würde sagen, wir nehmen erstmal einen Krieger oder Schützin und ich fange jetzt einfach mal mit ihr an.
Sie ist zwar, hallo, sie ist zwar weiblich, aber können wir sie trotzdem Jimmy nennen? Dieser Name wurde bereits verwendet. Na prima. Können wir denn Jimmy unterstrich... Ah, okay, nicht. Jimmy unterstrich Floyd. Naja. Super. Deine Rüstungsgegenstände erhalten mit steigendem Rang zusätzliche Fassungen für Juwelen und Eigenschaften. Es gibt eine Story, das ist schon mal sympathisch. Okay, also es ist auf jeden Fall erstmal interessant, dadurch, dass es ein Intro gibt. Das ist schon mal relativ cool. Was haben wir hier oben? Also erstmal, wir müssen auf Geschichte beginnen drücken. Wir können leider nichts anderes machen. Und lassen uns hoffentlich von der immersiven und fesselnden Gameplay-Geschichte hoffentlich mitreißen. So. Okay. Oh. Okay. Hi. Relativ schnell, relativ wild. Getroffen. Der Held gibt trotzdem nicht auf. Oh! Alles klar. Wo ist First Rurik? Die haben aber alle einen Charakter, du. Mann, Mann, Mann. Okay. Oh. Sieht ein bisschen verpixelt aus, glaube ich, oder? Zumindest wirkt es ein kleines bisschen verpixelt und ein bisschen duster. Aber gut. WASD ist laufen. Ja. Das ist schon mal. Die ist aber schnell. Uiuiui. Das geht aber schnell. WASD haben wir verstanden. Drei Orks. Einfacher Angriff ist bei uns Space. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Mehrfach ist wahrscheinlich. Mehrfach drücken. Ein Angriff. Okay, ich kann gedrückt halten. Dann macht die Dauerangriff. Was haben wir denn hier? Pause. Kanal 9, Kampfmiete. Alles klar, das ist Kommunikation und das hier ist. Ah ja. Okay, ansonsten haben wir hier wahrscheinlich unser Mana oder Stamina und hier unser Leben. Und mehr gibt es schon gar nicht. Sachen aufnehmen oder sowas geht wahrscheinlich bisher auch nicht. Dann folgen wir ihr erstmal. Uiuiui. Es sind einfach zu viele von denen, wenn das so weitergeht. Was ist jetzt hier für eine Fähigkeit? Oh, okay. Gut, aber dann werde ich nochmal umstellen müssen, definitiv. Moment, bevor ich das jetzt gleich mal mache. Ich spiele ja mit WASD, habe die Leertaste. Dann mache ich mir Angriff 2 auf Q. Angriff 3 auf E. QE, Angriff 4 auf F. Angriff 5 auf R. Angriff 6 auf Shift. Und Angriff 7 auf String. Diese Taste ist bereits einer Handlung zugewiesen. Welcher denn? Ach hier, die wahrscheinlich. Weiß ich nicht.
Aber. Gute Arbeit. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Also, wir haben Space und wir haben Q. Und das zieht mir. Uiuiui, zieht mir ganz schön Money ab hier. Okay. Ich mach trotzdem die Maus noch ein bisschen mit. Uiuiui. Sehen aus wie Kreuzritter. Ein Ork. Oi! Oi. Mutti. Geht es dir gut? Nicht, was ich nicht schaffe. Mal Schluck trinken. Was ist gerade passiert? Alles eine Sache des Trainings. Clara, pass auf. Wutfähigkeit, okay. Ah, da macht die auch einen Special-Angriff wahrscheinlich. Das ist bei mir E, das ist die 3. Vielen Dank, du kannst also auch, wie es scheint. Ich wusste gar nicht, was so alles in mir steckt. Ja, die ist ein bisschen angepisst. Weil wir das anscheinend ganz schnell gelernt haben und sie hat ewig lange dafür gebraucht. Ah, und jetzt sind wir hier wieder bei dem Kampf, den wir gerade gesehen haben. Mobby. Na, ist ja gut, Junge. Lass mich mal. Okay, wir müssen uns Zeit verschaffen. Unser Charakter ist also ein Elfer. Und mal gucken, ob wir schon was gelernt haben. Ah, das wird also respawn. Also das braucht Zeit, um wieder zu. Ich treffe gar nicht. Jetzt. Ausweichen. Oh, was ist Ausweichen? F. Ah, cool. Mal gucken. Ah, die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Sehr nice. Also erst ausweichen, dann ihn setzen. Hey! Warum war die Fähigkeit... Ach, F, nicht Q. F. Mist. Ja, du musst ausweichen. Schade, dass man nicht springen kann. Das fehlt mir. Wutfähigkeit. Ah, jetzt haben wir die Wutfähigkeit. Das ist E. Und oh ja. Oh ja. Schön von hinten in den Nacken rein. Prima. Komm schon. Okay, also unsere kleine Elfin. Unsere kleine Elfin hat ganz schön Power. Oioioi. Und da haben wir das erste Level auch schon geschafft. Es gibt Macht, die man gewinnen. Ey. Lass mich das doch mal angucken. Mensch. Geschichte. Ausrüstung, die mit Juwelen bestückt ist, ist deutlich mächtiger. Ich würde mir. Die möchte immer, dass ich sofort hier die Geschichte beginne. Ich kann nichts anderes klicken. Müssen wir uns dann nachher mal durchgucken. Richtig. Okay, die braucht auf jeden Fall ganz schön Aufmerksamkeit mit ihrem super dicken Verstand. Okay, Helen ist an der Mauer. Oh, by the gods, you're right. Hurry to the
Oh. Okay. Okay. Okay, es dreht sich eigentlich nur darum, dass wir klar Helen helfen müssen, die alleine gegen Haufen Orks kämpft. Das ist natürlich sträflich. So, was haben wir denn? Erstmal machen wir hier nochmal einen Nahkampfangriff. Das sollte reichen. So, prima. Was sind das hier nochmal? Ausweichen, glaube ich. Ork-Lanzenträger. Ja. Ja, Wolli. Einmal reicht, oder? Nur einmal reicht. Okay. Ausweichen. Ist noch nicht bereit. Das ist noch ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen. Da muss ich mir ein bisschen dran gewöhnen. Ist er weg, oder was? Ja. Nee, Waffeneroberung. Oh, Waffeneroberung. Okay. Speer werfen. Wirfst du in die falsche Richtung? Oh, sieht gut aus. Ja, die wird schon noch leben. Als komme es von oben. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall wieder meine Waffen. Mal ein bisschen umgucken hier, was hier so noch so... Oh, was? Ja, hat doch gerade was aufgeleuchtet. Anscheinend nicht. Mhm. Oh, da ist er. Oi. Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. Na, hallo. So ein zartes Geschöpf. Oh, mutig, tapfer. So gläubig und frisch kämpfen sie auch für dich. Ah, sie ist kein Gummibärchen. So, schnell helfen, dem Hasen. Komm schon. Mhm. Wir müssen erst die Orks aufhalten. Das machen wir. Okay, wir müssen uns ein bisschen Zeit verschaffen. Wir müssen Helena jetzt hier beschützen. Wave 1 ist geklärt, okay, super. Oh, schönes Ding, du. Ja, zu spät. Das muss ich dann auch einfach eher drücken, wahrscheinlich. Sexy. Wie sie mit ihrem Stab hier rumwedelt. Oh, nicht schlecht, Frau Specht. Nicht schlecht. Okay, sie bedankt sich bei uns. Wir müssen jetzt zu Lord Roderick zurückkehren. Okay. Die Musik ist für den Moment immer... Bisschen laut. Macht. Ah, da
Es geht wieder viel zu schnell. Mal gucken, wie lange das Tortil hier noch geht. Chapter 3. Und wir müssen wieder loslegen. Ich würde gerne mal... Ein bisschen nervig. Mir geht's gut. Okay. Mach die Hand auf. Oh, wir kriegen jetzt eine Belohnung oder irgendwas. Oder einen neuen Angriff. Also F ist zur Seite rollen, E ist Special Angriff. Q ist Mehrfachangriff, Space ist Normalangriff. Uraltes Artefakt. What? Okay. Die können wir ganz gemütlich entspannt machen. Ah, jetzt hätte ich hier irgendwie E drücken können für Spezialfähigkeiten. Brauche ich ja nicht. Okay, aber wir haben also auf jeden Fall die Möglichkeit, jetzt irgendwie in Gegners Körper zu kommen. Wirkt alles so verzerrt hier, ne? Oh Mensch, eine riesige Burg. Lindwurm. Oi. Was ist hier los? Na hi. Schnupsi. Oh, er fliegt. Ah, die Fähigkeit, da braucht mir zu lange. Oh ja. Oi. Oh, süß. Die hat sogar Spaß dabei. Habt ihr das gehört? Ich glaube, die hat sogar gelacht. Seelenverbindung. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ach. Oh mein Gott. Wow. Die Südmauer ruft. Süden. Süden ist eigentlich hier. Aber, oh ja. Oh mein Gott. Okay, das ist cool. Das ist normaler Angriff. Das ist nice. Cool ist geil. Nicht schlecht. Also, man darf nie vergessen, ja, ihr Lieben, das ist ein Handyspiel. Wir spielen das jetzt hier gerade via BlueStacks. Das ist Fähigkeit noch nicht bereit. Was denn? Oh. Magic can
Okay. Der Kriegsfürst, geil. Das Chaosfragment in Sicherheit. Ui. Ui, der hat aber Sixpack, du. Aber bin ich tatsächlich würdig? Du bist nichts von beiden. Alles klar. Das scheint unser Feind zu sein hier. Mr. X. Und seine Ork-Bande. Wir haben das Chapter auch geklärt. Sind Level Up. Level 4. Macht. Maximaler Abenteuerschlüssel. Plus 1 auf 8. Letzte konnten wir wieder nicht lesen. Ja, das wollen wir natürlich. Runterladen. Upp, upp, upp. So, ah ja. Ein Elfen können wir nicht machen, oder? Das ist doch ganz geil. Wenn man das noch ein bisschen bläulicher... Das ist schon blau. So ist doch eigentlich ganz niedlich hier. Da passt das Gesicht aber nicht dazu. Das passt ganz gut. Das passt ganz gut. Und das auch schon. Ah, ne, wir nehmen den. Der hier. So, okay. Voreinstellung für Körper. Normal, dünn, dick nehme ich mal an. Wir machen. Normal. Okay. Dann. Haare. Ach, das können wir jetzt auch alles nochmal ändern. Ach, du Heimatland. Nee, das lassen wir alles so. Höchstens die Farbe der Augen wäre halt. Und Pupillengröße könnte man vielleicht den Millimeter kleiner machen. So, ja, Rest können wir eigentlich, ist wurscht. Ach du Heimatland. Das kannst du auch alles einstellen. Schenkelgröße. Na prima. Na prima, das brauchen wir alles nicht. Du kriegst schön grüne Ohren. Mundtechnisch rot. Grün. Das sieht einfach blöd aus. Oi. Oh ja. So ist noch... Oder so? Ja, ich glaube so. So ist prima. Super Mäuschen. Mhm. Na, von mir aus. Was ist das? Reset? Nee, Reset brauchen wir nicht. Blick. Was für ein Blick? Ausriss. Oh, Hallöchen! Der Hase ist ja nass. Nacksch. Ah. Oi. Du, du, du. Hi. Du, 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 du. Hi. Ja, komm. Genug gespielt. Start. Jimmy Floyd, ich muss dir was sagen. Ich habe gehört, dass sind zahlreiche Feinde aus dem Weg zur südlichen Mauer. Es wird lang dauern. Warum ist nicht eine Abkürzung? Tippe unten auf dem Bildschirm auf Abenteuer.
muss ich jetzt also auch wieder machen. Dies ist die Karte unserer Welt. Wähle Eisenwache aus, um dich dorthin zu begeben. Dann machen wir das. Und spielen mal die 1 an. Ja, wenn der das jetzt sagt, okay. Wir haben 14 von 8, die wir sammeln können. Ach, das sind die Dinger, die wir mit Levelaufstieg kriegen. Und 2 brauchen wir für dieses Event. Dann gucken wir mal. Falls ihr es piepen im Hintergrund hört, das liegt nicht an euch, es tut mir leid. Es liegt an meinen Vögeln, die wieder mal so richtig mega hammergeil drauf sind gegen Mittag. Die machen ganz schön Bambule. So, da reicht der normale Angriff, die sind nicht besonders stark. Oh, wir können auch Zeug zerschießen, sehe ich gerade. Sieht aus wie vorhin die Location. Weg ist er. Und schon sind sie alle weg. Das können wir wohl zerballern. Aha. Kiste auch. Okay, super. Okay. Also es geht schon mal nicht in irgendwelche Türen zur Seite rein oder sowas. Das ist ein bisschen schade. Das wäre natürlich klasse. So, tschüss, weg mit euch. Da reicht die Leertaste und Q. Oh, die stehen noch. Nichts mit Leertaste und Q. Ohrglanzenträger, den kennt man nur auch schon. Oh, das war der falsche. Das war der falsche. Ach Mist. Ah, die spawnen also auch immer wieder neu. Der ist ein bisschen langsam, der Dicke hier, aber die anderen sind ein bisschen schneller, okay. Ah, der Pfeile werden mir angezeigt wegen Feinden, was so da ist, cool. Okay, ja, also auf jeden Fall spielt sich's ganz okay. Stage clear. Okay, super. Hauptmenü. Einstellung. Charakter. Was ist das? Essenz. Hier kannst du deine Basisattribute verstärken. Versuche deine Attribute mit Hilfe der Essenz zu verstärken, die du erhalten hast. Wir haben also Essenz erhalten. Verstärken kostet 100, wir haben 6000. Und sollen den Angriff jetzt verstärken. Das kostet uns höchstwahrscheinlich 1 so einen Stein und 2 von diesen bunten. Ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen ja. Unsere Macht schießt nach oben. Ah ja, okay. Also mit Hilfe des roten Punktes, wenn man genug Materialien hat, wird das eben angezeigt. Hier sieht man auch diesen leichten Türkisbalken. Okay. Abwehr. Auch hier haben wir noch ein Bronze. Das müssen wir auch machen. Kriegen 28 statt 30. Wenn du alle Attribute auf Level 5 verstärkt hast, kannst du deine Attribute auf alle auf einmal erhöhen. Okay. Okay. Ja, nee, eigentlich würde ich gerne nochmal hier ein bisschen rummachen. Es ist schön, dass mir das Spiel das erklärt. Aber das habe ich ja, wenn wir hier durch sind, ich muss ja immer diesen Pfeilen folgen, schon wieder PvE, habe ich das ja bis dahin alles wieder vergessen. Da weiß ich ja gar nicht mehr, wie ich das Menü reinkomme. Ich will es zwar jetzt gerade gar nicht spielen, weil ich jetzt gerne erst einmal geguckt hätte, was ich jetzt hier verbessert habe, aber sie möchte halt unbedingt und dann kriegt sie das eben auch.
Bogenschütze. Also das ist schon gut, die Dinger zu zerschießen hier, wie ihr seht. Haben wir mal Q gemacht. Funktioniert relativ gut. Also Bogenschütze ist sehr nice. Hallo? Weil ich halt auch gleich mehrere treffe. Die läuft manchmal in die falsche Richtung, obwohl ich das gar nicht drücke. Oh, eine Hyäne. Okay, die sind meistens echt langsam. Die Bosse. Falsche Richtung. Sieht, das meinte ich eben gerade. Oh ja. Aber wieder beide mal die falschen. Falsche Richtung, Oma. Oma. Oh ja. Oi, oi, oi. Wir spielen ja nicht Last Day on Earth. Das ist also nicht die Oma. Das ist unsere Elfe. Da brauchen wir eigentlich auch noch einen schönen Namen. Für den Hasen. So, prima. Wir haben aber die Stage wieder geklärt. Relativ einfach. Haben wieder Belohnung erhalten. Belohnung für Levelaufstieg. Okay. Wir müssen wieder ins Hauptmenü. Hallo Jimmy Floyd, ich heiße Ares. Gräfin Clara hat mich gebeten, dir so gut wie möglich weiterzuhelfen. Ich lerne noch, aber ich verspreche, dass ich mein Bestes geben werde. Wir kriegen ein Geschenk für den ersten Tag. Na her damit. Truhe. Truhe, mach mal auf. Hello. Und wir kriegen Gold. Gratis öffnen. Süß gemacht. Bogen. Warte, was ist das? Das sieht wirklich toll aus. Warum legst du deine neu erhaltene Ausrüstung nicht einmal an? Gegenstände. Jetzt gucken wir uns wahrscheinlich den Bogen an. Wow, du siehst umwerfend aus. Übrig geblieben aus, kannst du als Materialien zum Verstärken deiner aktuellen Ausrüstung einsetzen. Verstärken, okay, wir klicken den Gegenstand an, gehen auf Verstärken und können jetzt hier. Aha. Aha, Rang D, Waffe 01. Okay. Damit müssen wir uns dann, glaube ich, noch ein bisschen intensiver beschäftigen. Gefällt mir gut bis hierher, dass man die Waffen verstärken kann und verbessern kann. Nee, nicht wieder aufbrechen, Hasi, Ares. Mach mal kurz Pause hier, Kind. Mann. Was solltest du sonst noch wissen? Mir fällt im Augenblick nichts ein. Wenn du irgendwas noch brauchst, komm später zurück. Ich wünsche dir eine sichere Reise. Oh ja, Ende des Tutorials, meine Lieben. Ende des Tutorials. Tutorials, entschuldigt. Tutorials. Prima. Dann gucken wir doch mal. So, das ist unser Hase. Dein Konto ist jetzt sicher verbunden im 300 Edelsteine als Dankeschön. Prima. Super. Gucken wir uns mal durch. Was haben wir denn hier? Das ist Google. Erfolge. Die Erfolge können wir uns später in Ruhe angucken, wenn wir mal ein paar gemacht haben. Hier haben wir eine Glocke. Die Glocke gibt uns wahrscheinlich die aktuellen Neuigkeiten wieder. Tägliche Hauptquests nicht abgeschlossen und Hauptquest Kapitel 1 auch nicht abgeschlossen. Umwerfender Held, passe deinen Charakter einmal an, ist abgeschlossen. Und die wöchentlichen Quest-Missionen akzeptieren. Oh, Wochenmission. Das ist angeklickt. Reise des Schicksals. Schließe zweimal Abenteuerabschnitte ab. Okay. Und wir kriegen hier Belohnung dann dafür. Mission akzeptieren. Aha.
Ja, machen wir. Achso, jetzt abschließen würde bedeuten, dass wir hier diese Währung benutzen, die Diamanten. Und die kosten natürlich. Ich kann mal gucken. 300 kosten 3,49. Okay. Also, oh, hier gibt es eine ganze Menge, sehe ich gerade. Dann mit dem Shop müssen wir uns dann nochmal in Ruhe beschäftigen. Ich möchte gerne nach und nach durchgehen. Also die Notification. Wir haben jetzt hier diese Aufgabe auch angenommen. Wir haben jetzt also drei Aufgaben und die haben wir geschafft. Passe deinen Charakter einmal an und können jetzt hier Gold einfordern. Und kriegen 1500 Gold dafür, dass wir die Aufgabe erledigt haben. Super. Und die aktualisiert sich dann auch. Okay, und hier haben wir ganz, ganz viele Aufgaben, die wir alle machen können. Wow, finde ich gut. Herstellen, kriegen, bekommen, erhalte einen Freund. Also, bis hierher gefällt es mir ganz gut. Ich habe jetzt gerade auf Jimmy Floyd geklickt, weil ich würde gerne den Namen ändern wollen. Hier werden ja immer die Nachrichten angezeigt von anderen Spielern auf dem Server höchstwahrscheinlich. Oh, cool. Angriff, Abwehr. Mein Angriff liegt bei 259. Abwehr ist deutlich höher, 413. Lebenspunkte sind sehr gut mit 546. Okay, cool. Gefällt mir gut, dass es hier auch so ein Inventar gibt. Eisenwachemantel. Das können wir alles noch nicht machen. Hier scheint es auch mehrere Möglichkeiten zu geben. Leider kann ich den Charnamen jetzt, glaube ich, nicht mehr ändern. Kostüme haben wir noch keins. Kleiderschrank ist auch leer. Okay. Die Aufgaben, das werden wir dann nach und nach uns natürlich angucken, weil wir ja auch die ein oder andere hoffentlich machen werden. Dann gehen wir mal weiter. Das haben wir geschafft. Quatschen. Oh ja. Ab Level 10 verfügbar. Gilde haben wir noch keine, da machen wir uns später vielleicht mal eine oder treten bei. Charakterposteingang. Anmeldung wurde ausgezahlt. Oh, was ist das? Ein Gegenstand zum Sofortabschluss von Abenteuerabschnitten. Ein Ticket. Das nehmen wir uns. Abschlusstickets. 20 Stück erhalten. Und ich habe noch 300. Oh, Mensch, das sind 3,49 €, die mir hier schenken. Klasse. Da haben wir das. Und im Kontoposteingang, neugierig auf das neue Update, tippe auf Anzeigen, um mehr zu erfahren. Das lassen wir erstmal drin. Wir müssen uns in das Spiel erstmal reinfuchsen, um uns dann irgendwie mit dem Update auch zu beschäftigen. Da haben wir aber das erstmal. Gehen wir mal auf die Einstellung, allgemein. Joystick. Vibration brauchen wir nicht. Grafik würde ich gerne hoch machen. Sehr hoch. Bildschirmaktualisierung auch hoch. Und Auflösung auch hoch. Ankündigungsbenachrichtigung ein, Spielbenachrichtigung ein. Konto ist verbunden. Info. Guthaben prüfen brauchen wir nicht. Okay. Das können wir eigentlich anlassen. Das nervt mich nicht so sehr. Es gibt Spiele, da nervt mich das mehr. Okay. Super. Hier werden uns auch die Aufgaben angezeigt, die wir hier haben. Die werden uns hier angezeigt. Außerdem gibt es hier noch ein Teilnahmepaket. Okay. Hier sind wir erstmal durch. Emote wird hier angezeigt. Entwicklungspaket, Edelstein des Tages. Okay, hier gibt es verschiedene Events. Da sind wir wieder im Shop. Da können wir auch gleich oben anfangen im Shop. Gehen wir mal auf Edelsteine. 300 haben wir bekommen für 3,49 €. Und das kennt man aus anderen Spielen hier, dass man da entsprechend auch, wenn man mehr kauft, auch Bonus kriegt. Wenn wir uns auf die Schlüssel mal... Da weiß ich alles noch nicht, was es ist. Also, das werden wir dann erst im weiteren Verlauf kennenlernen.
Abenteuerschlüssel, Abenteuer. Die kennen wir schon, glaube ich, diese Abenteuerschlüssel hier unten. Die brauchen wir, um eben die Abenteuer zu spielen. Und wahrscheinlich sind das auch welche, um Regionen freizuschalten. Gold kann man auch kaufen, okay. 30.000 für 3,49 sozusagen. Was auch immer. Entwickler-Bärenauswahl, Truhe für Begleiter, zufällige Goldtruhe. Oh, was das wohl bedeutet? Anpassungsticket, Essenzboost, Farbticket, Namenswechselticket. Okay. 2000 kostet. Oh, nee. Kinder, da machen wir uns dann lieber noch einen neuen Charakter und nennen den Jimmy, nennen den anders, aber für 2000, das machen wir natürlich nicht. Zufällige Fähigkeitspunktentruhe, okay. Transferfossil. Gibt eine ganze Menge. Freundschaftspunkte. Ah, cool. Äther. Emote. Okay, die Währung haben wir auch noch nicht. Es gibt Pakete. Zweiwöchiges Spezialgruppenpaket A+ für 10,99. Da gibt es Edelsteine. Ausrüstungstruhe A. Was ist das? Ich muss, glaube ich, draufklicken. Ich möchte es aber nicht kaufen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier draufklicke, ob ich das dann gleich habe. Es gibt das. Oh mein Gott! Also 60 mal Ausrüstungstruhe, 30 mal Politur, 55, genau, 55 Euro. Gut, das erledigt sich für uns. Schritt für Schritt Paket. Ob das was bringt? Eigenschaftsticket, Edelstein, Rohmittel. Weiß der auch nicht, wie viel das kostet? Unterstützungspaket. Gab es hier noch mehr? Nein. Unterstützungspaket. Wochenlimit. Pro Woche nur. Ah, man kann sie also auch mit den blauen Dingern kaufen. Zu. Oioioi. Also hier gibt es eine ganze Menge. Tägliche Hilfe. Täglich 5,50 € täglich. Ach so, nein, du kaufst das und kriegst dann täglich Gegenstände. Genau, plus 28 Tage lang täglich 100 Edelsteine. Sind also 2800. Kriegst also insgesamt 3800. Cool. Ja, ob sich um wie weit sich das lohnt, das kann ich jetzt noch nicht sagen, deswegen werden wir jetzt auch nichts kaufen. Weil ich die Relation noch gar nicht einschätzen kann, was für vielleicht günstig ist, was nicht so günstig ist. Wir haben uns den Shop auf jeden Fall mal angeguckt. Haben wir uns auch Pakete Ausrüstung, das weiß ich gar nicht, haben wir das gesehen hier? Ich glaube ja. Genau, Paket Edelstein, Entwicklungspaket. Emote, das war genau das. Okay, die haben wir alle durch. Gucken wir mal noch hier. Hier gibt es noch 8 Tage, 17 Stunden. Das ist das Teilnahmepaket und hier gibt es eine Überlebenstaktik. Verbleibende Zeit. Überlebenstaktik, was ist das? Jetzt beginnen. Entwicklungstaktik. Weiß ich nicht, aber das gilt nur 8 Tage. Weiß ich jetzt nicht, was es bedeutet. Alter, Teilnahmepaket. Nach dem Kauf musst du innerhalb der Zeit nimmst teilnehmen. Nach Ablauf der Zeit kannst du die Belohnung nicht mehr erhalten. 32 Euro, 33 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Nein. Okay, was haben wir noch auf der Karte? Wir haben hier unten Player vs. Player, Koop-Modus und PvE. Dann haben wir hier in. Was ist das? Oh, ah, ich verstehe. Hier kann man einen neuen Charakter erstellen. Ich hoffe. Wir haben jetzt unseren alten. Ah, gut, unseren alten nicht gelöscht. Super. Das ist noch nicht freigeschaltet. Freunde haben wir noch nicht. Könnten wir auf Facebook oder Zeichen kenne ich nicht machen. So, Charakter. Hier haben wir noch eine ganze Menge.
Hier hat man vorne Essenz. Hier sieht man die Essenzen, die man hat. Okay, also das braucht man auf jeden Fall, um sich zu verbessern. Wir haben uns im Angriff und in der Abwehr verbessert. Wir könnten uns hier noch weiter verbessern. Lebenspunkte können wir uns nicht verbessern. Da fehlt uns dieses Ding hier. Aha. Cool. Die kann man also sozusagen sich erspielen, die wir brauchen. Crit-Aktivierung brauchen wir auch. Alles das. Muss ich das erst aktivieren wahrscheinlich. Cool. Cool. Wo kriegt man das denn? Eisenwache. Okay. Verkaufen. Können auch verkaufen. Oh, finde ich also prinzipiell. Also automatisch verstärken kostet 800. Dann könnten wir wahrscheinlich alle verballern. Ne, wir haben noch eins übrig. Zweimal, dreimal, viermal. Cool. Also sind wir jetzt schon ein bisschen besser. Haben 279 statt 259 Angriff. Und hier auch ein bisschen mehr, 525. Cool. Sehr schön. Runen können wir noch nicht machen. Oh, Runen gibt es auch später. Emblem. Gibt 30 Millionen Gold aus. Okay. Das ist dann also quasi für die Spieler, die hier eine ganze Weile gespielt haben. Finde ich gut, dass es das gibt. Emote. Da brauche ich diese Puzzleteile, die haben wir noch nicht. Oh ja. Oh ja. Das wäre geil. Die habe ich wo, oder was? Also die müsste ich wahrscheinlich kaufen. Oh yeah, let's shuffling, baby. Let's shuffling. Och, süß. Die kann ich aber weder registrieren noch kaufen. Hier kann ich aber den Platz ändern. Will ich jetzt nicht. Ich habe sie ja alle drinnen, nur die Frage ist, wie ich die machen kann. Bei Emblem steht noch irgendwas mit New. Begleiter? Okay, Begleiter. Gibt's auch noch nichts. Brauche ich also auch erst ein paar weitere Spielzeit. Spielstunden. Charakter. Das ist wahrscheinlich die Übersicht meiner Charaktere. Jimmy Floyd. Cool. Gut, dann haben wir, glaube ich, alles jetzt erstmal angesehen. Was den Charakter angeht. Gehen wir mal die Ausrüstung rein. Wir haben hier... Bogen Level E. Den könnten wir noch verstärken, und zwar mit dem hier. Ist unser Bogen jetzt ein bisschen stärker. Jetzt können wir nicht mehr verstärken. Haben auch noch keine Rüstungen nicht. Zumindest hier nicht. Rüstung haben wir noch was. Das kann ich aber nicht verstärken, weil ich hier nichts habe. Und hier haben wir auch noch keine Gegenstände. Okay, super. Dann das ging relativ schnell. Inventar. Gucken wir mal in unser Inventar, was wir haben. Kontoinventar ist leer. Charakterinventar. Oh. Cool.
Verkaufen. Das gucke ich mir später mal an mit dem Verkaufen. So, Crime Mori. Okay, Rang S würde ich jetzt mal vermuten. Vielleicht Standard. Ich weiß es nicht. Kostümsammlungsbonus. Da müssen wir dann wahrscheinlich Steampunk. Da müssen wir dann wahrscheinlich Kostüm tun. Genau, wollte ich gerade sagen. Süß, wie die hier ins Bild kommt, aber trotzdem, du kannst uns nicht für den Kauf begeistern. Fähigkeiten sind nicht frei. Quests. Errungenschaften. Das haben wir uns aber alles schon angeguckt, ihr Hasen. Wir können noch nichts einfordern, soweit ich weiß. Also außer das eine. Hauptquest wöchentlich. Wöchentlich. Das sind die, die wir uns auch schon angeguckt haben. Täglich. Schließe 10-mal Abenteuermodus ab. Öffne 2 Goldtruhen. Öffne Waffen und Rüstung. Okay. Kosmetik. Anpassen und färben. Hier kann ich meinen Hasen anpassen. Das können wir später in aller Ruhe mal machen. Oh, hier gibt es noch mehr. Afro-Look. 3000. Naja, jetzt machen sie Geld. Huch, Quatsch. Mist. Das wollte ich jetzt nicht. Was hatte ich denn jetzt für eine Farbe? Die kriege ich doch nicht nie wieder rein. Das lassen wir schwarz, die Lippen, die lassen wir aus. Das sind die rot. Das gefällt mir nicht. Augen lassen wir auch so. So ist schon am geilsten. Klamottentechnisch. Brustgröße. Brustkorbumfang. Schultergröße. Armgröße, Armlänge. Ja, ich drücke jetzt hier einfach ein bisschen rum. Handgröße. Speichern. Was? Was? Speichern 1000! Na bitte! Also, ciao! Ciao! Dann lassen wir es doch lieber so. Also, wenn selbst das schon kostet, Kinder, sorry. Färben? Färben? Jimmy Floyd? Ist eine Freude zu sehen, wie sich deine. Aber es fehlt noch was. Ah, ich weiß, persönlicher Stil. Andere Farbe? Ja. Ausrüstung färben. Ich habe genau 4 und die will jetzt, dass ich. Oh, die passt, glaube ich, gerade sehr, sehr gut. Ist das immer random? Also, es passt ja fast zu unserer Haarfarbe. Aber ein anderes Teil auswählen. Gute Arbeit. Stürzen wir uns wieder ins Abenteuer. Schulterpartie, Brustpartie,
Ganzkörperpartie. Okay, also hier kostet mich das jetzt auch einen Haufen. Nee, 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 nee. Das Gesamte? Oder nur das Mittelstück? Kostet mich auch jede Menge. Machen wir jetzt auch nicht. Aber auch das ist cool, dass das geht. Community. Freunde und Gilde. Freunde. Erhaltene Anfragen, gesendete Anfragen. Vielleicht empfohlen. Empfohlen. Vielleicht kann ich auch jemanden einladen, wenn einer das Video guckt und sagt, hey, lad mich mal ein. Vielleicht kriege ich da hier irgendwas von. Ja, weiß ich jetzt noch nicht, welchen Vorteil Freunde haben. Ich mache einfach mal 4 Stück. Alle Anfragen, komm. 6 Spieler. Okay. Gut, dann geht's hier drüben weiter mit dem Schmied. Was ist der Schmied? Hi, grüß dich. Diggerli. Ausrüstung funktionieren, fusionieren, Juwelen fusionieren, Runen fusionieren, Politur herstellen, normal herstellen, Ausrüstung veredeln. Was ist normal herstellen? Bitte wähle einen Gegenstand zur Herstellung. Was ist das? Eine Kristallhalskette. Oh, kostet 1 Million und braucht einen Haufen Teile. Okay. Das ist dann wahrscheinlich auch nicht grau unterlegt, wenn ich alle Zutaten dazu habe. Okay, hat sich erledigt, Digga. Ausrüstung fusionieren. Wahrscheinlich brauchen wir da 2 gleiche Teile. Können wir auf jeden Fall alles noch nicht machen. Aber ich merke hier von Klick zu Klick. Also Politur kann hergestellt werden, steht hier zumindest. Levelaufstieg kostet mich 5000. Da ist er dann Schmied Level 2. Ich könnte jetzt hier die Herstellung beginnen. Aber wenn ich Politur oder... Wie hieß das jetzt? Waffenpolitur. Na gut, dann wir machen mal herstellen. Das dauert jetzt 23 Stunden. Werden wir dann mal schauen, wenn es denn soweit ist. Aber das wirkt auf Anhieb jetzt hier sehr umfangreich. Laden. Den kennen wir. Truhen. Haben wir noch nicht. Kennen wir noch nicht. Oh! Begleiterbeschwörung. Na sag mal, habe ich nicht so ein Ticket? Da habe ich doch 20. Begleiterbeschwörungstickets. Begleiterbeschwörung. Was hab ich? Abschlusstickets. Verkaufen. Eins kostet 100. Alle 20. Okay. Ja, die muss ich wieder im Laden kaufen. Das Begleiter finde ich immer spannend. Aber ich habe leider keine 1000 und wir haben auch noch keines dieser Tickets. Müssen uns also noch gedulden. Bonus! Bonus. Oh, Spiel hängt. Bonus klingt immer gut. Check-in. Ah ja. Oh ja, hätten wir beinahe vergessen. Super. Also jeden Tag rein, gibt uns immer ein bisschen Abschluss. 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 Keine Beschwörung. Gibt uns immer ein bisschen Gold oder eine Kiste oder eine Truhe oder Tickets. Was ist Pause? Deine Erholung füllt sich auf, wenn du offline oder nicht in einem Kampf bist. Zweimal einfordern. Du könntest also deine Energie wieder auffüllen.
1000 Belohnungen. Wir haben 8 Stück. Ich verstehe es noch nicht ganz. Ob sich das bis 100 hochsteckt? Ich lasse das mal noch. Vielleicht gibt es da ein bisschen mehr. Spezielle Teilnahmebelohnung. Oh ja. Ja, am Anfang kriegst du wahrscheinlich Teilnahmepaket. Na, das kannst du gleich mal vergessen. Gut, Halle der Macht ist, ich denke mal dann. Hoch. Ist nicht anklickbar. Okay, und Optionen haben wir. Hängt das jetzt hier ein bisschen oder was? Jetzt. Einstellung, Kundendienst. Okay, dann meine Lieben, wir haben alles komplett durch. Ah ja. Süß. Cool. Also ist bisher ganz unterhaltsam. Was werden wir machen? Abschnitt 1 bis 7 Geschichte können wir noch nicht machen. Wir können das Abenteuer machen. Und mehr ist momentan anscheinend hier auch nicht möglich. Ich konnte doch auf die Karte gehen. Koop ist noch gar nicht möglich. PvP wollen wir ja auch noch gar nicht. Hauptquest Kapitel 1. Da haben wir 3 bis 4 gemacht. Die würde ich nochmal in schnell durchziehen wollen, wenn das irgendwie geht. Wenn ich die nochmal schnell durchprügeln könnte. Hier, hier. Abschnitt 1.1 ist leicht. Genau, den würde ich gerne nochmal schnell durchziehen wollen. Abschließen mit 50 verbleibender LP. Okay. Wiederholungskampf, Folgekampf, Start. Was bedeutet das? Ah ja. Ah ja. Wir haben einen Freund. Haben damit eine neue Errungenschaft und kriegen 20 Münzen. Das gefällt mir prima. Super. Weil ihr seht ja auch, ich habe jetzt hier 2 von 3 Sternen nur und ich hätte ja gerne Gold komplett. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Also keine Ahnung, was Wiederholungskampf ist, was Folgekampf ist. Ich mache normal Start ist, denke ich mal, normal Start. Dann startest du einfach ganz normal und es wird neu gewertet. Bei Wiederholungskampf könnte ich mir vorstellen, dass das ersetzt das Ergebnis. Folgekampf kann ich mir nichts drunter vorstellen. Ich mache einfach mal Wiederholungskampf. Und jetzt gucken wir mal. Und versuchen uns mal hier durchzuprügeln, sozusagen. Oh, die sieht gut aus. So. Und zwar mit ein bisschen Highspeed hier. Jawohl. Ah, das läuft bis hierher. Oh, was ist hier los? Jetzt aber schnell. Falsche Richtung, Oma. Ich bin so Oma von Last Year on Earth gewohnt. Alles eingesammelt. Und jetzt kommt der Boss. Überspringen. Wir haben keine Zeit. Überspringen. Ey, du solltest dich doch wegbubbeln. Alter, was macht er? Bin ich schon durch? Ja, prima. Super. Abschließen innerhalb von. Ach, Junge. Ja, prima. Belohnung für Levelaufstieg. 3 Schlüssel und SP10. Kann. Das finde ich. Das ist das Erste, was mich tierisch aufregt. Dass ich mir den Bildschirm nicht mal in Ruhe angucken kann. So, was machst du jetzt? Okay, der macht irgendwie automatisch weiter. Wieder. Stopp! Warum machst du das jetzt nochmal? Verstehe ich nicht. Wiederholungskampf 2 von. Ach so! Ich verstehe. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich glaube, ich habe es verstanden. Wartet gleich.
ist so geil, wie die sich daran schnuftelt. Ich habe es verstanden. So, prima. Sind wir fertig. Und waren noch ein bisschen schneller als vorhin. So, stopp. Schnell mal ins Hauptmenü. Hauptmenü! Jetzt muss... ja, ich kriege ja gerade irgendwie... Stopp, stopp. Genau. Nein, weg. Oh, das... Scheiße, ich bin einfach zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich bin einfach zu langsam. Ciao. Endlich konnte ich mal den E-Move machen. Super. So, jetzt aber beeilen. Wir haben einen Haufen Zeugs gekriegt. Super, es ist beendet, ja. So, wir haben hier abschließen. Sofort Belohnung verfügbar. Wir haben wieder was gekriegt. Das kann ich mich nicht drauf konzentrieren. Level 7, super. Weil ich hier zweimal hintereinander gespielt habe. So, und jetzt muss ich rausgehen. Jetzt muss ich rausgehen. Hauptmenü. Ja. Okay. Okay, super. Jetzt, okay. Ich verstehe. Jetzt bleibt das Bild auch. Klasse. 5-4 bekommen, Abschnitt abschließen innerhalb von 2 Minuten, abschließen mit 50%, sofort Abschluss verfügbar. Super. Okay, also Wiederholung bedeutet, dass du immer und immer wieder diese eine Stage kämpfst. Nächster Abschnitt würde wahrscheinlich bedeuten, dass das immer wieder aufeinander aufbaut. Und wenn du so Abenteuer machst, dann kämpfst du nur einen Kampf und musst quasi immer wieder neu machen, sozusagen. Nehme ich mal an. Das würde es erklären. Jetzt haben wir aber auch hier unsere 3. Super. Gut, dann Abschnitt 1 von 1 müssten wir ja damit komplett für Abschlussticket einsetzen. Was bedeutet das? Ich habe ja genug, wir können ja mal eins nehmen. Ah! Ich verstehe. Dann schließe ich quasi komplett ab. Ich verstehe. Um dann eben Erfahrungen und all sowas zu bekommen. Okay, super. Mann, Mann, Mann. Und hier kriegst du dann eben auch die Items, die Ressourcen sozusagen. Also bis hierher gefällt mir das prima. Dieses Spiel. Wöchentliche Reise, Reise des Schicksals. Mission ist abgeschlossen. Wir haben einen Abenteuerabschnitt zweimal gespielt. Bekommen 2000 Gold und 200 Erfahrung. Haben jetzt hier schon den ersten kleinen Strich. Super. Ah, jetzt können wir die nächste akzeptieren. Bezwinge mindestens 30 Monster. Und haben bis morgen sozusagen dafür Zeit. Okay. Klasse. Haben wieder eine Errungenschaft. Die Geburt eines großen Helden. Erreiche Level 7. Haben wir geschafft. Kriegen wir 2000. Kampf. Bezwinge mindestens 200. Oh, da haben wir schon 200 Monster getötet. Oh, eine kleine Essenz. Truhe haben wir bekommen. Okay. Super. Ja, und damit, meine Lieben, soll es das für das erste Video gewesen sein von Darkness Rises. Bis hierher, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich absolut zufrieden mit dem Spiel. Es hat mich auf jeden Fall unterhalten. Dein Charakter ging relativ schnell, der Charakter zu erstellen ging relativ schnell. Man kann sich aber auch Zeit lassen. Am Anfang dachte ich, okay, 7 Angriffe, nicht, dass mich das überfordert, aber es ist ja auch was wie mit Ausweichen dabei oder super Spezialangriff. Ich habe mir das jetzt, WASD ist bei mir laufen, habe ich mir das auf Q, E, F, R und String und Shift gelegt. Wir haben die ersten Aufgaben abgeschlossen, haben einen Freund hinzugefügt, haben die ersten Belohnungen bekommen und haben uns mal alles in aller Ruhe hier angeschaut. Und bis hierher muss ich sagen, gefällt es mir wirklich gut. Mal gucken, was uns dann in den weiteren Verlauf erwartet. Es wird ja sicherlich dann auch noch ein bisschen anspruchsvoller.
werden wir uns dann beim nächsten Mal anschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und Unterhaltung beim Schauen des Videos. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, was auch immer ihr heute noch macht, und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Jimmy Floyd spielt. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen!